So, Freunde, und damit herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal. JLF, es ist zwar auch ein F hier, yes. Aber diesmal nicht Philipp, sondern Fabi. Ihr kennt ihn aus dem Blument Video und aus dem Green Bean Video, was niemals online gekommen ist. Grüße genauso an Fabi an dieser Stelle. Aber du darfst eine Sache nicht vergessen, wir haben auch Tabaksorten erlassen. Ja, das stimmt, das haben wir auch gemacht. Ja, ja. So, Freunde, deswegen stell dich kurz vor, wo arbeitest du? Ich bin Fabi, ich bin in dem Shop deines Vertrauens, ich bin ein Mitarbeiter bei Exquisit. Was Luca immer sehr, sehr lobt, also... Ja, wir kriegen natürlich auch Geld von euch, deswegen das darf man nicht vergessen. Ja, natürlich. Nein, Spaß. So, Freunde, es geht heute um eine Darkside-Sorte, einen Tabak, welche tatsächlich noch nie auf unserem Kanal kam. Und ich glaube, ich wollte diesen Tabak schon vor 3 Monaten vorstellen. Der junge Mann neben mir hat mich dazu gebracht, dass wir den zusammen vorstellen, deswegen durfte ich ihn nie alleine vorstellen. Ja, ja. Wir haben es tatsächlich mal geschafft. Es geht heute um den... Darkside Falling Star. Ich hoffe, man hat es kurz erkannt. Ja, das Ganze kommt in so einer Pappverpackung. Hätte ich jetzt auch gesagt. Genau, da gibt es halt keine Dose zu. Und ihr habt halt hier so einen Zipper drin. Hier ist halt der Tabak drin. Und ja, entweder man füllt es um oder man lässt es jetzt halt so wie ich hier drin. Grüße und gehen nochmal raus an Yannick. Das ist eigentlich sein Tabak, aber ja, er möchte den halt nicht wiederhaben. Deswegen, erzähl ein bisschen was über Darkside. So, Darkside ist anders als die sonstigen Sorten, die man so kennt. Darkside ist eine Darkblend-Sorte. Der Grundtabak ist Burley anstatt Virginia. Was Luca gerade vergessen hat zu sagen, es gibt 2 verschiedene Varianten vom Darkside. Es gibt einmal die Core-Variante, einmal die Base-Variante. Die Core ist die etwas stärkere. Genau. Die haben wir jetzt gerade. Ich muss sagen, ich bin ein sehr großer Darkside-Freund. Ich liebe Darkblend-Tabak. Und auch die Aromen von Darkside kann ich wirklich nur loben. Nichts Schlechtes drüber. Der Schnitt von Darkside ist geil. Molasse ist gut eingezogen. Ein kleines bisschen überschüssige Molasse, muss ich sagen. Aber es ist dennoch nicht so extrem wie bei Hukain, würde ich sagen, oder? Genau. Also, ich kann euch das mal kurz zeigen. Ich habe auch den Wildberry hier. Den stellen wir euch wahrscheinlich auch nochmal vor. Ich habe das Ganze hier in so eine Marmeladenpackung umgefüllt. Ja. Und damit ich euch hier mal den Schnitt zeigen kann. Das Ganze ist ein sehr, sehr feiner Schnitt, wie ihr hier wahrscheinlich erkennen könnt. Ich habe den Tabak jetzt nicht umgerührt, deswegen seht ihr jetzt keine Molasse, aber ich denke mal schon am Boden kann man es erkennen. Sehr, sehr feuchter Tabak. Das Ganze rauche ich eigentlich nur, also ich rauche jede Darkside-Sorte nur in dem Vosgerimsia-Tonkopf, der hier gerade auf der Ocean Caif drauf ist. Das Ganze sehr, sehr fluffig gebaut, also ich würde euch nicht empfehlen, den Tabak anzudrücken. Ich denke, nee, also empfehlen würde ich es auch nicht. Ich sag's mal so, für Anfänger, die sagen wollen, ja okay, ich will jetzt mal mit Darkblend anfangen, würde ich es vielleicht mal empfehlen, ein bisschen anzudrücken, natürlich aber nicht zu fest. Das Schöne bei Darkside ist, dank dem feinen Schnitt, ist auch, dass man den verschiedenen Setups rauchen kann. Zum Beispiel wie Luca im Vosgerimsia, im UPG würde es noch gehen, das ist auch ein Tonkopf, im Funnel würde es gehen, falls er euch zu stark ist. Es gibt da wirklich ganz, ganz viele verschiedene Setups. Aber ich bevorzuge auch eher, den Tabak fluff zu bauen, anstatt ihn anzudrücken, damit die Aromen auch... Also ich finde persönlich, da kommen auch die Aromen ein bisschen besser durch. Ja. Dadurch, dass halt die Luft komplett durch den Tabak durchgeht, habt ihr halt auch wirklich die maximale Geschmacksentwicklung, würde ich sagen. Also ja, der Tabak ist sehr, sehr, sehr intensiv. Ja. Und auch gerade für die Anfänger, wie Fabi es gerade gesagt hat, würde ich auch die Baseline empfehlen. Der Tabak ist halt ein bisschen schwächer. Richtig. Genau, aber ansonsten ist einfach eine 0815 Smokebox oben drauf. Ihr braucht dafür jetzt keinen Kalut oder sonstiges. Ja. Läuft auch so perfekt. Auf jeden Fall würde ich sagen, im Abstand-Setup rauchen. Sonst, Yannick hat das einmal gemacht mit Vollkontakt. Genau, ich würde sagen, das war schon fast ein Vollkontakt. Ja. Er konnte halt wirklich nicht lange rauchen. Er hat, glaube ich, 20 Minuten geraucht und danach saß er mit dem Nikotinflash da, wo Fabi saß, und er war nicht mehr ansprechbar. Das ist halt wirklich sehr, sehr extrem. Deswegen baue ich den halt wirklich nur auf Abstand. Ja, würde ich auch von Anfang immer empfehlen. Genau. 3 Kohlen halt rein, eurer Wahl. Ich habe jetzt hier die Kokosol-Kohlen. Das Ganze 5 Minuten stehen lassen. Das wird auch so von Darkside empfohlen, dass ich halt dieses Aroma komplett freisetzen kann. Und dann halt nach dem ersten Zug habt ihr auch schon fast die volle Rauchentwicklung. Vielleicht ein bisschen schwächer. Ansonsten, ja, du kannst ja ein bisschen auf den Geschmack eingehen, Falling Star, was das Ganze ist, und ich kann ja in der Zeit schon mal Rauch entwickeln. Das Ganze soll Mango Maracuja sein, etwas sehr, sehr Exotisches, würde ich sogar sagen. Also ich muss sagen, die Aromen kennt man so nicht direkt in dem Geschmack, sondern es gibt andere Firmen, die auch das anbieten, sprich Hukain zum Beispiel mit dem Papaya Mango. Genau. Oder Somo mit dem Maracuja. Ich muss aber sagen, Darkside hat da ein Aroma gefunden, was sich deutlich abhebt von den Sorten. Was ich aber wiederum sehr, sehr feier, weil es anders ist, weil man es nicht kennt und weil es einfach geil für den Sommer ist. Genau, ich gebe hier mal den Schlauch weiter. So wie Fabi schon gesagt hat, genau, Mango Maracuja soll das Ganze sein. Das Ganze spiegelt sich im Geruch auch wirklich sehr, sehr gut wider. Ich finde... Oh, einfach
geil, Digga, einfach geil. Es ist eine sehr, sehr exotisch fruchtige Mischung, wo auch tatsächlich diesmal keine Kühle drin ist. Ja. Ich finde, ihr habt halt im Geruch so ein bisschen ganz, ganz leicht den Grundtabak von Darkside, den ihr auf jeden Fall rausriecht. Der verfliegt im Geschmack aber komplett. Ja, wirklich. Also. Und genau, ihr habt so ein leichtes Drücken immer im Hals. Das ist aber jetzt kein Drücken vom schlechten Koffer oder sonstiges. Es liegt halt einfach daran, dass es, wie gesagt, ein Burley-Tabak ist, der halt eine sehr, sehr hohe Nikotin... Der ein höheres Nikotingehalt hat. Nikotingehalt hat. Und dadurch, dass es halt hier wirklich auch die Core-Line ist, ist das Ganze halt noch ein bisschen extremer als bei der Base. Aber trotzdem, ihr seht es, man kann ganz normal ziehen, dieses Drücken, irgendwann gewöhnt man sich dran, das wird natürlich halt mit der Zeit auch ein bisschen schwächer. Ich sag mal, auch wenn du geübt bist, kannst du dann nochmal Vollkontakt bauen. Also, richtig, oder wenn es halt zu stark ist, nimmst du die dritte Kohle runter zum Beispiel. Ja, also ich hab's auch noch zwischendurch, dass ich noch Vollkontakt baue und dann merke, oh nee, der wird jetzt doch ein bisschen zu stark, dann nehme ich auch immer noch eine Kohle runter. Genau. Merkt jeder aber selber. Und das Drücken, was Luca gerade beschrieben hat, kommt halt einfach durch diesen schwarzen Tabak. Ja. Nicht, weil er scheiße gebaut ist oder drückt oder kratzt oder sonst irgendwas. Mhm. Sondern es liegt halt einfach wirklich nur an der Stärke des Tabaks. Genau, man kann es halt auch, wie Fabi gesagt hat, in verschiedenen Setups ausprobieren, so wie es halt einem am besten schmeckt. Für mich ist es jetzt halt der Rosgrimsa Mehrlochkopf, ist halt ein ganz normaler Tonkopf eigentlich, der halt ein bisschen dicker ist, also der speichert die Hitze auch extrem lange, wenn ich hier unten anfasse. Der ist noch gar nicht wirklich warm, obwohl die Kohlen jetzt locker schon 10, 15 Minuten drauf sind. Aber ja, ihr müsst es halt ausprobieren, wie es euch gefällt. Das einzige Problem ist jetzt, dass der Tabak nach dem 20.05., der morgen ist, ich weiß nicht, wann das Video kommt, vielleicht kommt es heute noch oder morgen, wird der Tabak halt erstmal nicht mehr da sein. Der wird wahrscheinlich auch nicht mehr so kommen. Ich weiß es nicht, Darkside hat ein offizielles Statement gegeben, dass die Sorten alle verschwinden vom Markt und dass sie, ich weiß nicht, ob es neue Sorten sein sollen oder ob die Sorten wieder nach dem TPD2-Gesetz so auf den Markt bringen. Kann ich dir nicht sagen. Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und ich erwarte... hoffentlich was Gutes. Ja, also Darkside, russische Marke für die Leute, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben. Ich denke mal, da ist keiner aus dem Shisha-Geschäft dran vorbeigekommen. Hat sich sowas von etabliert in Deutschland. Auch ich muss sagen, am Anfang, der wirklich nur Virginia-Tabak geraucht hat, habe ich am Anfang ein bisschen Abstand von gehalten. Aber dann habe ich mir den ersten, den ich mir geholt habe, war der Wildberry, wo ich euch eben den Schnitt gezeigt habe. Yannick hat sich den Fallen Star geholt und wirklich, die sind alle so geil, die Flavor. Auch der Wildberry, da schmeckt ihr halt ein bisschen mehr Grundtabak durch. Ist ein anderes Thema. Aber auch der läuft extrem nice. Ich werde mir jetzt auch nochmal heute Abend, also jetzt wo es noch geht, auch nochmal den Darkside Hola bestellen. Das ist halt eine pure Cola-Note. Auch von sehr, sehr vielen der absolute Favorite von Darkside. Ich bin gespannt. Für mich ist es tatsächlich der Favorite der Falling Star. Deswegen stellen wir euch den bis jetzt auch. Genau, als erstes von Darkside vor. Ja, falls ihr Darkside schon mal probiert habt, könnt ihr uns auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welcher euch am meisten zusagt oder ob ihr davon komplett Abstand haltet. Ansonsten, ja, Punktesystem kennt ihr von uns auch. Rauchentwicklung 10 von 10, also da gehe ich vollkommen mit. Allein durch den feinen Schnitt und die extreme Feuchtigkeit, die der Tabak mit sich bringt, läuft es extrem nice. Geschmacklich auch Mango Maracuja, das, was es sein soll, 10 von 10 komplett erfüllt. Zu 100% erfüllt. Getroffen, ja. Wirklich zu 100% getroffen. Genau. Ansonsten, ja... War es das eigentlich schon von dem Review? Wir sind begeistert von dem Tabak. Ja, darf ich vielleicht auch noch Punkte abgeben? Kannst du auch machen, sehr gerne. Also geruchlich ja für mich auch mit 10 von 10 Rauchentwicklung, wie Luca schon gesagt hat, 10 von 10. Und ich finde den auch generell vom Aroma her wirklich so extrem geil. Ich kann einfach nur noch von schwärmen. Ich bin verliebt in den Tabak, ich bin sehr traurig, dass den jetzt bald nicht mehr so geben wird. Aber auch, es ist eine glatte 10 von 10 von mir, es wurde alles erfüllt, was man erwartet, sage ich mal. Ja. Und einfach nur... geil. Genau. Ansonsten schreibt uns gerne eure Anregungen in die Kommentare. Bewertet das Video, lasst uns ein Abo da und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Vielleicht auch mal wieder mit Fabi. Bestimmt. Und dann sehen wir uns. Haut rein. Bis dann.